Hi, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren frostigen Runde von Living Legends, die Eisrose. Zuletzt haben wir einiges gerätselt, gewimmelt und sind hier und gesammelt. Das sind die 3G dieses Spiels. Und jetzt habe ich keine Ahnung, was sie von mir wollen. Ein Rad. Ja, ich habe ein Rad ab. Das weiß ich auch schon vorher. Okay. Wir haben hier auf jeden Fall eine Rose gemacht. Und keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll. Irgendwie wollen wir auf jeden Fall uns freibrechen. Hier ist nichts, hier ist nichts. Nö, es befindet sich nichts im Besitz, womit wir etwas anfangen können. Und der Stein fällt immer noch runter. Na, hier gibt es nichts zu tun. Danke, Captain Obvious. Hier auch nicht. Hier gibt es nirgendwo etwas zu tun. Ja, natürlich nicht. Alter Schwede, hier gibt es ja nirgendwo was zu tun. Ja, das ist mir schon klar. Und... momentan, ich weiß ja nicht, ob ich es schon gesagt habe. Aber Living Legends ist eins der besten Vertreter seiner Art. Nö. Ja, toll, das hilft mir nicht. Living Legends ist einer der besseren Vertreter, die ich gespielt habe bis jetzt. Zumindest in diesem Genre. Schaufel. Das ist alles nichts. Ich wette, wenn ich zurückgehe, da ist noch ein Wimmelbild. Oder auch nicht. Nö. Bis jetzt bleibt mir das noch erspart, aber ich werde es bald tun müssen. Ich gehe mal ganz kurz zurück, weil ich habe eine Vermutung. Hier ist schon mal einer. Und hier hatte ich, glaube ich, auch nur einmal. Sag ich doch. Zwei Wimmelbilder kommen sofort. Eine brennende Fackel. Ja, als erstes brauche ich was zum An... wo ist die Flagge? Da. Aha. Schraubenzieher. Wieder mal was schön Kleines. Nö. Boxhandschuhe. In den Wald, die da. Tennisschläger. Den hier. Spielkarte. Ja. Dominostein. Flasche. Ich habe die Axt doch schon gesehen. Da ist er. Und? Ist das keine Flasche? Nehmen wir die. Und ein Rad. Na also, das ist das Rad, an dem ich drehe. Eine Laterne. Und ein Fernglas. Okay. Und das Fernglas war mir schon, als hätte ich es auch schon gesehen. Jetzt nur noch Schraubenzieher. Ding dong ding. Okay. Jetzt aber. Ein Vogel. Ja, ja, hier fehlt natürlich ein Messer. Eins, zwei, drei. Hase. Katze. Hui. Und die Kerze war schon eingebaut. Ein Superkürbis. Ein genetisch veränderter Superkürbis. Und das vor gefühlt 100 Jahren. Becher, Flügel. Flügel. Nehmen wir halt den da. Eine Eidechse. Das ist ein toter Typ. Das ist ein Drache.
Geweih und Becher. Ah, das sind Stiefel. Kein Geweih, kein Becher. Trillerpfeife, Taschenuhr. Nehmen wir das hier. Hä? Ah, oh, so... So was. Geweih und Glas. Der Schatten da verwirrt mich ein bisschen. Trillerpfeife, Geweih. Nehmen wir halt das. Trillerpfeife und Eidechse. Dexi, wo bist du? Randgemalt ist auf jeden Fall nichts. Hm. Ja. Ich dachte, er zeigt mir die Eidechse. Naja. Und beim letzten Mal hatte ich das Ding doch auch im Blickfeld. Eidechse. Im Schnitt werde ich wahrscheinlich wieder fragen, wo das, warum ich da so lange gebraucht habe. Aber ich finde es jetzt einfach nicht. Und das ist dezent frustrierend. Ich wette, das ist wieder mal so eine, die genauso aussieht wie der Rest. Und praktisch unsichtbar ist. Na, wo ist die Eidechse? Sag ich doch. Ich dachte, das wäre ein Schmuckstück. Goldmünzen. Und was soll ich damit? Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Hoch das Seil und... Nein, das nicht. Da hoch. Jetzt kann ich die Kanone reparieren. Aber jetzt erstmal noch ein Wimmelbild. Das wird wahrscheinlich die Folge der Wimmelbilder. Und es ist eine Schande, wie der Turm hier so verlottert ist. Tja, sie hätte wohl nachdenken müssen, bevor sie ihre ganzen Enteneier vernachlässigt hat. Bevor sie ihre Diener hat eingefroren. Briefumschlag. Ja. Thermometer. Kelch, Krug 2. Ah, die 2 hatte ich ja schon. Schild. Wo ist der Ritter? Ich dachte, das wäre ein Stück von einem Pferd. Naja. Rose. Holzrose. Hackebeil, Schere. Ein grinsender Wolf. Schere, die hatte ich doch. Zange. Ah, gut. Ich dachte, das wäre so falsch übersetzt worden. Ist wohl nicht so. Hackebeil. Was denn? Was soll das sonst sein? Eine helle Bade? Da, nimm's halt das. Kelchkrug. Krug. Kelch. Kelch. Schere und Kelch. Da. Na denn, wo ist der Kelch?
Gut. Und wo soll ich jetzt die... dann... ja. Warum bin ich eigentlich da weggelatscht? Yep. Wo ist die Kohle? Da ist die Kohle. Ich will die Kohle, ich krieg die Kohle. Gib mir die Kohle. Rein damit. Ach, die macht sich doch lustig über mich. Das ist nicht genug Gold. Ich brauche mehr. 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 Naja, aber jetzt hauen wir erstmal diese Rose weg. Nein, nicht da lang. Auf jeden Fall ballern wir uns erstmal den Weg gleich frei mit der Kanone. Und zwar jetzt. Ab. Ja, na los, rin mit der... Gut, jetzt rin mit dem Ding. Und zack. Okidoki. Und natürlich wurde hier auch was vernachlässigt. Dass sie überhaupt darüber gekommen ist. Ja, natürlich nur ein spezielles Zeichen. Warum wundert mich das nicht? Na jedenfalls, in der Folge werde ich mich erst noch ein bisschen um das große böse Rätsel hier mit den Gemäldeteilen drücken. Weil jetzt haben wir einfach mal, sagen wir mal, nee, jetzt haben wir erstmal die Vorarbeit dazu gemacht. Ich setze das ein, aber ich mache noch nicht das Rätsel. Weil das ist mir momentan ein klein bisschen zu haarig. Und deshalb mache ich jetzt das Prisma. Und ja, da fehlt mir immer noch was. Aber das ist mir jetzt auch Würstchen. Denn jetzt habe ich eine Folge, wo ich möglichst wenig schneiden muss. Okay. Dann begeben wir uns erst einmal zum Rätsel, wo ich euch dann erstmal standardsgemäß verabschiede. Ja, hier brauchen wir natürlich noch etwas. Aber vielleicht später erst. Naja, wie dem auch sei. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst mir doch gerne entsprechendes Feedback. Falls ihr wollt, empfehlt mich weiter und über ein Abo würde ich mich selbstverständlich auch freuen. Bis dahin und tschüss.